Donnerstag, 16 Uhr. Das Pubquiz im Bunker Rostock bereitet sich auf seine Gäste vor. Das Besondere? Das Quiz findet durch einen Videostream in 8 verschiedenen Kneipen gleichzeitig statt. Also gleich ist es der Regieraum, noch ist eine Rumpelkammer. Ja, so ein bisschen Grundaufregung ist immer da, ob alles funktioniert, ob alle Leute kommen, die sich auch angemeldet haben und so. Aber im Prinzip ist es schon seit so vielen Jahren Selbstläufer, dass nichts mehr schief gehen sollte. Also wir haben auch ganz viel an der Technik, alles doppelt liegen, sämtliche Kabel, Mikrofone, Kameras. Und so versucht über die Jahre immer die Schwachstellen zu minimieren, weil es immer unschön ist. Hier im Bunker findet es trotzdem statt, da stehe ich vorne und lese die Fragen vor. Und die ganzen Kneipen sind aber darauf eingestellt, die sind auch meistens ausgebucht, die Leute freuen sich drauf und dann passiert nichts. Wir hatten es vor 2 Jahren mal, das Signal geht über einen Server in England, da war der Server nicht erreichbar. Da konnten wir nicht übertragen und dann sitzen da draußen 7, 8 Kneipen, die voll sind, in Erwartung und dann können wir denen nichts liefern. Und dann macht es meistens der Wirt vor Ort, der Tresenmensch, der gerade Lust drauf hat, aber der fehlt dann natürlich auch wieder am Tresen, weil die Leute anders geplant haben und dann geht das ganze System durcheinander. Und wir hoffen aber, dass das uns nicht so schnell nochmal passiert und sind eigentlich schon ziemlich erfahren bei der ganzen Sache. Der Mensch, der bei uns die Technik macht, der spielt auch noch in 2 Bands, glaube ich, die auch hier im Bunker proben. Und der lässt immer seinen ganzen Krempel hier stehen. Jetzt geht's vorne weiter. Und wir haben uns das so ein bisschen angewöhnt, dadurch, dass der Aufbau über die Jahre eigentlich immer besser gelaufen ist, sich viel mehr verselbstständigt hat, dass wir irgendwie noch eine halbe, dreiviertel Stunde Luft haben. Essen wir jetzt vor dem Quiz mal noch zusammen Abend. Also die Leute werden gleich eintrudeln. Und dann werden wir uns erstmal nochmal gemütlich zusammensetzen. Hier liegt die Voranmeldeliste. Weil wir hier unten nur begrenzte Kapazitäten haben, ist immer schön, wenn die Leute sich vorher anmelden. Die dann nachher, da brauchen die Leute nicht ihre eigenen Unterlagen mitbringen, auch nicht ihre eigenen Stifte, die werde ich auch gleich verteilen. Deswegen für den unbegrenzten Spaß gibt es eine große Cocktailkarte und unsere unterhaltsamen Fragen. Du musst dich anstrengen, um die Zuschauer für dich zu gewinnen. Die meisten sind zur Strafe hier korrigiert. Das sind aber ziemlich viele Leute. Wir haben auch Querulanten von anderen Schulen hier beordert. Nachdem sich für den langen Abend gestärkt wurde, treffen die ersten Gäste ein. Rund 100 Teilnehmer werden heute erwartet. Also, wir machen das schon eine ganze Weile und wir machen das auch sehr gerne. Und das ist immer was, wo man gerne hingeht. Man weiß es alle in jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat. Da geht man gerne hin. Habt ihr auch eine gewisse Erwartung heute? Wollt ihr heute den Sieg holen? Oder? Immer den Sieg, aber in letzter Zeit wird es nicht mehr so. Also, der Weg ist das Ziel. Also wir sind da eigentlich schon eins der Top-Teams, sag ich mal. Wir kommen ziemlich oft aufs Treppchen und wäre cool, wenn wir heute wieder aufs Treppchen kommen. Also bewertet man auch sozusagen den Abend danach, den man dann abgeschnitten hat, unter sich so? Ja, schon. Also macht auch immer Fehleranalyse, woran es lag, wenn man nicht aufs Treppchen gekommen ist. Also. Nachdem alle Gäste ihren Platz eingenommen haben, kann das Quiz beginnen. Es gibt 5 Runden, a 10 Fragen, wobei richtige Antworten mit einem Punkt belohnt werden. Hey Stiff, der mit Rap hat das nichts zu tun. Wir fahren BMX und brauchen kein Autotune. Frage Nummer 4 und gute Nachrichten für alle, die den deutschen Hip-Hop aus den 90ern und frühen 2000ern vermissen, denn das war das verbale Style-Kollektiv. Gegründet haben sie sich schon 2013 und sie bestehen aus sage und schreibe 6 MCs. MC Bleistift, Master Mike, Dr. Potwitch, Flo Bodder, Streichholz-MC und MC Schreibmaschine. Die letzten 3 sind eigentlich aus einer anderen Rap-Crew bekannt, aber wie heißt diese nochmal? Woher kennen wir die eben gesehenen Flo Bodder, Streichholz-MC und MC Schreibmaschine? Wer
Zeichentrickserie Adventure Time ständig Prinzessin. Also wir schaffen doch eigentlich schon. Wir schaffen es nie bis ins Mittelfeld, von daher freut uns das schon, wenn wir da mal mitspielen in der Mitte. Wir haben hier noch eine zweite Gruppe, also Freunde von uns, die mitmachen. Und unser Ziel ist es, besser zu sein als sie. Und die sind auch schlecht. Stimmt. Das stimmt. Ja. Okay, und wie hat euch bis jetzt der Abend gefallen? Sehr gut. Mir sehr gut. Ja. Sind mal ganz humane Fragen dieses Mal. Sonst ist es ein bisschen schwieriger. Genau. Und das Sitzen mit Freunden macht es ja auch Sinn. Ja. Das Quiz ist so ein Ding nebenbei. Woher kennen wir denn MC Schreibmaschine und Streichholz NC MC denn noch so aus der Combo KIZ? Internetunternehmen war mit dem Song Die Gedanken sind frei, das war GMX. Wir haben das Video gesehen zu She Hates Me, stammt natürlich von Puddle of Mud. Frage Nummer 8. Wir hörten die Schweizer Band Triptykon. Gesucht waren Musikrichtungen wie Black Metal, Death Metal, Doom Metal und so weiter. Da waren wir wie gewohnt großzügig. Frage Nummer 8. Die Schicksalssymphonie, komponiert von Ludwig van Beethoven, ist natürlich in C-Moll. Zeichentrickserie Adventure Time, der Prinzessinnen entführende Bösewicht, das ist der Eiskönig. Und zu guter Letzt, wann ging die erste Staffel DSDS auf Sendung? Das war am 9. November 2002. Nummer 2. Springen wir über den großen Teich. In den Jahren 1968 und 69 ermordete ein Serienkiller im Raum San Francisco 5 Menschen, zwei weitere Opfer überlebten schwer verletzt. Er wurde nie gefasst. Über mehrere Jahrzehnte hinweg erhielten diverse Lokalzeitungen bizarre Briefe. Viele von ihnen waren verschlüsselt. Einige dieser Texte konnten bis heute nicht dechiffriert werden. Sie alle trugen das Symbol, dass der mordende Rätselkönig hier seinen Pseudonym zuordnet. Wie aber lautet dieses Pseudonym? Welchen Serienkiller aus dem Jahr 68, 69 im Raum San Francisco suchen wir? Wer schrieb die Romane rund um die FBI-Agentin Smokey Barrett? Das waren die Fragen 21 bis 30. Würdest du dann schon mal umbauen? Nach einer kurzen Pause folgt die Auflösung der Themenrunde und wir machen weiter mit dem Bilderrätsel. Bis dahin gönnt euch einen kühlen Drink. Wir sehen uns gleich wieder. Gönnung. Gönnung, Brudi. Danke. Wie wird ab? Alles gut. Wir haben ein paar Mal gewonnen und macht natürlich auch Spaß, viel zu wissen, aber ist halt nicht realistisch, dass man das jedes Mal schafft. Und dann geht es um den Spaß vordergründig, ne? Genau, und um die Gruppe, halt die Leute aus der Gruppe wiederzusehen. Wie habt ihr bis jetzt so performt? Heute? Serienrunde war ganz gut. Musikrunde war auch gut. 8,5 hatten wir da. Ja. Kann man machen. Das ist eigentlich so feucht der Reiz am Pubquiz aus, dass man mit seinen Freunden zusammensitzt und dann die Fragen beantwortet, oder was macht daran so Spaß? Erstes auf jeden Fall. Also Fragen beantworten macht Spaß. Ja, ne, dass man irgendwie, wenn man so ein Team hat, wo jeder
verschiedene Bereiche abdeckt und man dann gemeinsam halt wirklich viel zusammenkriegt an den Antworten, das ist schon irgendwie nett. Ja, ist doch gut, da geht noch was. Vielen Dank. Namenbriefing, kannst du alles lesen? 916,5. Kaltgewachsen Hals. Taugt das als Schätzfrage noch nachher? Nee, wahrscheinlich nicht. Weitermachen? Wie viele Suppen kann man. Nein. Ja. Ihr habt euch entschieden. Die Antwort ist denkbar unspektakulär. Eine Stunde auf dem Mars dauert 61 Minuten und 39 Sekunden. Damit ist das eine 100. Damit seid ihr der Drittplatzierte des heutigen Abends. Vielen Dank für diese Angaben. Sind wie immer ohne Gewähr. 33,5 Punkte, die Silbermedaille oder auch der zweite Platz des heutigen Abends geht an das Team 5 vor 12. Und wer fleißig mitgerechnet hat, der ahnte, was jetzt kommt. 34,5 Punkte und damit Sieger des heutigen Abends ist der Kinderkreis. Das war's für heute Abend, den 20. September 2018. Kommt gut nach Hause, kommt gut durch die nächsten zwei Wochen. Vergesst nicht, euch beim Rausgehen schon fürs nächste Mal anzumelden. Wir hoffen, dass ihr am 4. Oktober den Weg wieder zu uns findet. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Genießt den aufziehenden Herbst. Bis bald. Auf Wiedersehen. So, wie ist der Abend verlaufen? Bist du zufrieden mit dem Abend? Ja, grundsätzlich ganz gut. War ein bisschen weniger Leute als erwartet. Sind nicht alle gekommen, die sich angemeldet haben. Bei uns lief soweit eigentlich alles ganz gut. Wir waren auch ganz gut in der Zeit mit 23.15 Uhr. Wir peilen 23 Uhr gerne an, dass die Leute früh nach Hause kommen. 23.15 Uhr ist auch okay. Die anderen Kneipen haben sich gemeldet. Die hatten ein bisschen Probleme mit dem Internet. Die mussten sich nochmal einloggen, ausloggen. Da funktionierte irgendwas nicht. Aber sonst grundsätzlich lief das ganz solide durch. Wie fühlst du dich jetzt nach so einem anstrengenden Abend? Das geht ganz schön auf den Rücken. Also irgendwie 4 Stunden am Stück nur stehen. Das erschöpft ein bisschen, aber im Moment ist noch so ein bisschen Adrenalin da, noch geht's und das kommt dann zu Hause meistens erst. So auf die Couch setzen, Schuhe ausziehen, dann fahre ich so richtig runter, dann wird's so langsam entspannt. Und dann kommt die Müdigkeit aber auch meistens überfallartig.